Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamer da draußen, zum bereits fünften Let's Play Part zu Mario Kart 8. Ich bin der Generation Gamer G6 und wir haben hier Roy freigeschaltet. Einen weiteren Charakter, den wählen wir auch gleich mal aus. Und ja, ich würde sagen, schauen wir auch mal, was wir hier noch alternativ für Karts bzw. fahrbare Untersätze haben. Das ist ja auch mal ein heißes Schleuder hier. Die passt irgendwie zu ihm. Die nehmen wir mal. So, dann schauen wir mal, was wir uns noch hier für Reifen auswählen können. Solche großen Monster-Truck-Reifen oder solche kleinen Slicks. Holzreifen, Rallye-Reifen. Ja, wir nehmen mal Rallye-Reifen. Und der Schirm, der passt ja auch irgendwo. Aber nein, wir nehmen mal hier den ganzen meinen Gleiter. Und ja, das letzte Mal hatten wir den Bananen-Cup. Jetzt ist es Zeit für den Sternen-Cup. Stern-Cup bedeutet auch gleichzeitig, dass wir wieder einige neue Strecken aus Mario Kart 8 zu Gesicht bekommen. Letztes Mal hatten wir wieder ein paar Retro-Strecken, jetzt mal wieder ein paar neue. So, und ich bin mal richtig gespannt, denn das sind Strecken, die ich noch nicht kenne. Und den Anfang macht der Sonnenflughafen. Das Einzige, was ich von dieser Strecke mitbekommen habe, bevor Mario Kart 8 rauskam, das war vor einigen Wochen, beziehungsweise nein, das ist schon Monate sogar her, da gab es mal einen Screenshot im Internet. Da wusste ich, okay, es wird also auch ein Rennen. So, jetzt geben wir hier mal ein bisschen Gas. Beschleunigen, wunderbar. Das ist auch ein Rennen in einem Flughafen oder auf einem Flughafen. Ja, Start- und Landebahn auf einem Flugfeld sozusagen geben wird. Und ja, bis auf diesen einen Screenshot habe ich mich auch diesbezüglich nicht gespoilert. So, da kommt ein Roter von hinten. Das macht mir aber nichts. Der ist auch jetzt schon... Ja doch, der ist von alleine, hat sich das Ganze hier geklärt. So, wir sichern uns natürlich hier trotzdem ab. Sammeln fleißig Münzen, wobei wir haben gerade 10, sehe ich. So, und das ist auch mal nett gemacht. Ein Flugzeug, das hier quasi über unserem Kopf abhebt. So, da hat sich Nintendo wirklich einiges einfallen lassen beim Design der Strecken. Aber ich bin richtig begeistert. Boah, das ist richtig gut gemacht. Und ja, ich glaube, das war sogar der Screenshot, der stammt sogar aus dieser Szene, wo das Flugzeug quasi einem sozusagen entgegengestartet ist. So, die erste Runde haben wir auch erfolgreich hinter uns gebracht. So, und ab geht es in die zweite Runde. Okay, einen Pilz haben wir jetzt hier verpasst. Sei es drum. Roy natürlich ein Schwergewicht. Nein, und jetzt kaum sage ich das, kommt der rote sage ich schon. Ja, mein roter Panzer, der ist weg. Aber es war jetzt hier definitiv ein blauer Panzer. Blue Shell. So, aber ich habe Glück. Es scheint mich jetzt hier keiner zu überholen. Die Herausforderungen kommen dann später noch ab 50 und dann natürlich später auch ab 150 Kubik. Dann wird das Ganze nicht wirklich einfacher. Jetzt bei 50 Kubik, da scheint das Ganze noch ziemlich human abzulaufen. Was ich auch wirklich nice finde. Okay, das finde ich jetzt nicht so nice, denn das war ein roter Panzer. Aber wenn man mal auf die Boxen hinten schaut, die da in dem Fahrzeug verbaut sind, die auch noch schön im Bass vibrieren und hinten im Heck tanzen, sind das wirklich diese vielen kleinen netten Details, die ich schon in den früheren Parts angesprochen habe. Hier einfach ein einzigartiges Flair hier schaffen. Diese Detailverliebtheit. Okay, verdammt, jetzt habe ich hier den Flügel verpasst und ich habe auch das Fragezeichen verpasst. Na super, also. Scheint so, als wenn ich jetzt hier den Rest der Runde jetzt mehr beten müsste, dass keiner von hinten kommt. Mit einem roten Panzer oder einem blauen Panzer oder sonstigen Item. Denn ansonsten bin ich dem hier wehrlos ausgeliefert. Außer wir bekommen jetzt, und kaum sage ich, da passiert es auch schon. Ja, super. Oh, und jetzt überholt er mich auch noch. Oh, was kriege ich? Ich kriege hier läppische Münzen. So, wenn ich das jetzt hier verhaue,
weg, weg. Ich wollte gerade sagen, dann kann ich mir das mit den drei Sternen nämlich hier schon gleich zu Beginn abschminken, aber Glück gehabt. So weit ist es dann doch noch nicht. Immerhin, wir haben das Rennen gewonnen. Baby Luigi hätte uns das Ganze hier fast vermiest. Aber so dürfen wir zumindest weiterhin von den drei Sternen träumen. Auch wenn ich da jetzt kein Drama draus machen würde, wenn es mal nicht klappt. Wobei bei 50 Kubik, da darf ruhig jeder Cup mit drei Sternen beendet werden. Wenn das nachher bei 150 oder 100 nicht immer klappt, ja gut, dann sei es drum. Aber bei 50 sollte es doch eigentlich drin sein. So. Wir sind hier in der Lagune. Okay. Den Start, den habe ich jetzt mal hier verhauen. Sei es drum. Schwimmen wir hier mit den Delfinen um die Wette. Ab geht's hier durch die Ringe. Und ein grüner Panzer, okay. Momentan kommt ja von hinten noch nichts. Boah, wo muss ich hin? Ah, okay, geh. Ah, okay. So, jetzt fürchte ich, ja, okay. Jetzt werden wir hier oben rauf müssen. Okay. Nein, von hinten kommt jetzt kein Panzer. Boah. Ja, wenn man die Strecken noch nie gesehen hat, dann ist es jetzt gar nicht so einfach. So, okay. Da sollten wir uns möglichst von der Streckenbegrenzung bzw. vom Streckenrand fernhalten. Das macht uns nicht wirklich schneller. So. Okay, also wenn man neu ins Wasser eintaucht, dann verschwindet der Tintenfleck schneller. Allerdings, wenn man schon unter Wasser ist, so habe ich das hier eben gerade gemerkt, dann... Na super. Dann kommt dieser Tintenfleck trotzdem. So. Na gucken. Was bekommen wir jetzt für ein Item hier? Na okay, ein grüner Panzer. Ah. Okay, also auf dem Rücken von diesem, was auch immer das sein soll, von diesem Meeresungeheuer, da können wir auf jeden Fall auch ein paar Turbos sammeln, indem wir in der Luft quasi nochmal hochspringen. So, und... Okay. Was soll das denn? Also, bei früheren Mario Kart-Teilen war es so üblich, dass man auch das Item nach hinten abfeuern kann. Und dann quasi ein herannahendes Item, wie zum Beispiel einen roten Panzer, damit abwehren konnte. Das kann man jetzt anscheinend nicht. Also muss man das Item weiterhin hin oder ja, die ganze Zeit hinter seinem Kart halten. Aber das will ich jetzt mal beobachten. Das ist mir jetzt eben halt aufgefallen. So, jetzt dachte ich, hier kommt wieder ein Item. Aber zum Glück... Na, okay. Jetzt halten wir diesmal den grünen Panzer hinten und feuern den nicht nach hinten ab. Oh. Ja, und dann passiert sowas nämlich. So, und wenn ich jetzt Glück habe, bekomme ich wieder Münzen. Ja, klar. Natürlich bekomme ich Münzen. Und zwar dann, wenn ich sie eigentlich überhaupt nicht brauche. So. Ja, jetzt hat es besser funktioniert. So, und? Schaffen wir es? Jawohl, wir schaffen es. Na, und jetzt kommt auch wieder ein blauer Panzer. Da haben wir richtig Glück gehabt. Also manchmal kassiert man wirklich so zwei, drei Stück pro Rennen. Das ist dann schon ein bisschen frustrierend. Und diese Mega-Wunder-Hupe, die dann eigentlich so ziemlich jedes heranrauschende Item und auch jeden Fahrer, der dann versucht, einen zu überholen, zunichte macht. Diese Hupe, die bekommt man ja wirklich relativ selten. Ist mit Sicherheit eine nette Möglichkeit, im Gegensatz zu früheren Mario Kart-Teilen, um dann auch mal so ein bisschen einen Schutz gegen zum Beispiel einen blauen Panzer zu haben. Aber so wirklich häufig taucht die zumindest bei mir nicht auf. Müssen wir beobachten, wie sich das in der Zukunft verhält. So, wir geben jetzt mal richtig Gas. Und ja,
Jetzt haben wir auch zumindest mal wieder einen Schnellstart. Ja, muss man mal gucken, wie sich das in Zukunft verhält. Ob man öfters, vielleicht auch in den anderen Kubikklassen, vielleicht bekommt man da vielleicht das ein oder andere Item vielleicht. Eher, wenn es denn sowieso im natürlichen Rennverlauf schwieriger sein sollte. Jetzt bekomme ich hier wieder einen roten Panzer. Als zum Beispiel im 50-Kubik-Modus. Das wird sich dann aber später erst zeigen. Daher halte ich mich mit Vorurteilen und Kritik erstmal zurück. Warte ich erstmal ab, wie sich das dann später verhält. So, und das ist natürlich jetzt auch nah am Rand. So. Nette musikalische Einlagen hier. Vom Layout erinnert mich das jetzt hier so ein bisschen an die Mario, an die Mario-Piste, an diese 8, über die wir ja fahren, hier in Mario Kart Wii. Mario Kart Wii. In Mario Kart 8 auf der Wii U. Und hier gibt es auch diese Elemente, wo man dann so ein bisschen an der Wand lang fährt und auch mal über Kopf, wo sich dann auch die gesamte Umgebung quasi auf den Kopf stellt, so wie hier. So. 10 Münzen haben wir schon. Zur Not. Der grüne Panzer ist auf jeden Fall einsatzbereit. Also gegen irgendein Item, was jetzt von hinten kommen könnte, sind wir auf jeden Fall erstmal geschützt. Den feuere ich jetzt auch nicht ab. Außer ich würde jetzt ein anderes bekommen, aber das Risiko gehe ich jetzt nicht ein. Denn dann, wenn man eigentlich so ein Item gebrauchen könnte, bekommt man wie zu häufig nur irgendwelche Münzen oder einen Tintenfisch. Oh, verdammt. Jetzt habe ich die Taste losgelassen. Das war jetzt so nicht geplant. Ich hoffe mal, dass ich jetzt was Vernünftiges bekomme. Ja, und genau das meine ich nämlich. Da habe ich jetzt versehentlich den Panzer losgelassen. Und stattdessen bekomme ich jetzt eine Münze. Obwohl ich sie eigentlich gar nicht brauche. Egal. So, da kommt dieser Tintenfisch. Und ich bekomme wieder Münzen. Hätte ich auch bloß diesen grünen Panzer behalten. So, ich hoffe jetzt nicht, dass von hinten was kommt. Also, was bekommen wir jetzt? Ja, endlich. Nein! Oh, heute habe ich es aber. Auge-Hand-Koordination, das üben wir nochmal. Nein! Jetzt trifft er mich auch noch. Nein! Okay, Leute, das war's. Das war's. Wir dürfen uns den Traum der 3 Sterne ja, nach ganz hinten anstellen, ganz weit wegschieben. Das war's. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Ja, Auge-Hand-Koordination. Das Item mit der einen Hand festhalten, mit der anderen driften und dann noch sprechen. Was soll's? Die Wario-Abfahrt. So. Da starten wir aus einem Flugzeug heraus. Ja, das ist ja auch mal spektakulär. So. Auf geht's. Finale. So. Oh, ist das hier rutschig. So, jetzt können wir erstmal wieder Münzen sammeln. So, und was ich... Nein, jetzt kommt... Oh, jetzt kommt schon wieder ein roter Panzer von hinten. Also so wünsche ich mir das auf jeden Fall nicht. Und Baby Luigi in der führenden Position, aber den kassieren wir jetzt. Komm. Wunderbar. So, und wie das Ganze jetzt hier aussieht, ist das ein Etappenrennen. Also nicht über Runden, sondern über eine Etappe. Es gibt dann sozusagen mehrere Sektoren. Und wir sind jetzt quasi sozusagen im zweiten Sektor. Boah.
an den Fledermäusen vorbei. Wunderbar. Und schauen, dass es dann gleich in den letzten Abschnitt geht. Boah, eng um die Kurven herum. Und ich sehe natürlich jetzt hier auch gar nichts. Okay, da sehe ich schon mal einige Power-Ups. Ah, wunderbar. Komm, dich erwischen wir auch noch. Und okay, dich erwischen wir nicht mehr. Okay, das hat jetzt nicht ganz funktioniert. So. Oh, jetzt geht's hier ab durch den Wald. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Baum! Weg, 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 weg. Okay. Hier sind die Baumstämme. Nein! Schon wieder ein Baum im Weg. Ich schätze mal, dass ich jetzt hier irgendwo durch muss. Immer den Bäumen entlang. Und da ist auch schon wieder Baby Luigi. Okay, und da kommen wir jetzt auch in den letzten Abschnitt. Und wieder bekommen wir Münzen. Na, wunderbar. Oh, ist die Kurve hier eng. Ah, komm her. Schön durch die Tore durch. Im Superslalom. So, jetzt können wir hier noch ein paar Turbos mitnehmen. Jawohl, wunderbar. Komm schon, wenigstens das Rennen jetzt hier noch gewinnen. So, jetzt hier über die Turbos beschleunigen. Jawohl. Hier auch nochmal durch. Oh, was war das denn? Ein Boomerang. Da feuert jemand auf mich. Sag mal, seid ihr verrückt? Doch jetzt nicht mehr. Und ab geht's durchs Ziel und wir haben es geschafft. Jawohl. Wunderbar. Auch wenn es für die 3 Sterne nicht mehr reicht. Aber immerhin, auch das haben wir gewonnen. Ja, immerhin auf Gold und wahrscheinlich werden es dann nachher 2 Sterne werden. Gut, werde ich nachher irgendwann, wenn ich dann die 50 Kubik durch habe, quasi nochmal versuchen, das Ganze vielleicht auf 3 Sterne zu bringen. Denn 50 Kubik sollte man doch eigentlich schaffen. Nichtsdestotrotz, Highlights hier aus Mario Kart TV. Unterwasser. Da einige Action geboten. So, wunderbar. So. Bis auf den Discodrom haben wir also alles gewonnen. So. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns den Pokal auch noch ab. Was wir freigeschaltet haben, werden wir dann im nächsten Part wiedersehen. Das ist dann sozusagen eine kleine Überraschung. Hier haben wir den Pokal. 2 Sterne sind es geworden, jawohl. So, Spezialcup ist freigeschaltet. Ein neuer Charakter ist freigeschaltet. Welchen, das werden wir dann das nächste Mal sehen. Auch ein neues Fahrzeugteil ist freigeschaltet. Den Stempel posten wir traditionsgemäß jetzt nicht. Ich bin G6, ich bin raus für heute. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.